herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 15.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Dann grüße ich noch hier den Karim Games Road to 1000. Könnt ihr mich im nächsten Video grüßen? Natürlich, Karim. Liebe Grüße an dich und vielen, vielen Dank für deinen Support. Jo Leute, schauen wir mal in den heutigen Itemshop rein, was wir da so haben. Da haben wir ein neues Outfit. So, ein neuer Skin ist im Shop, der Bracer. Wir fangen auf der rechten Seite jetzt an mit Jazzhände. 200 B-Bucks, ja, ist eine ganz lustige Sache auf jeden Fall. Gibt es da 9 von 10. Schauen wir mal, was haben wir da momentan für Noten. Das ist 3,78 von 5 bei 9 Votes am 7. April 2019 das erste Mal drin gewesen. 8 Reminders. Jo, da können wir auch gleich mal schauen, wie sieht es aktuell mit dem Voting für den Item Shop insgesamt aus. Hier haben wir derzeit 1143 Love It's, 1433 It's Meh und 1849 Hate It's. Okay, so, also ist noch einigermaßen ausgeglichen, eher so Richtung Hated, aber ja, geht noch. Jo Leute, dann geht's mal weiter hier. Gehen wir mal hier rüber, gucken wir mal. Bei dem Sternennachtflug, hier dieses Gemälde da. Ja, so sah Tilted mal bei Nacht aus. Der Turm ist ja jetzt Geschichte. Für 800 V-Bucks. Ist ja schon fast jetzt ein legendäres Gemälde hier, wenn man so will. Kriegt von mir nur allein für die Tilted Clock 8 von 10. Ich glaube, so viel habe ich dem Ding noch nie gegeben. Starry Flight. Aber ein bisschen Wehmut ist dabei. So, hier haben wir Starry Flight, 3,84 von 5 bei 19 Votes. Am 3. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 12 mal 10 Reminders. Dann haben wir den Seewolf. Boah. Hier mit diesen zwei verschiedenen Styles. Finde ich richtig cool, das Ding. Kriegt von halb, ja, war halt auch ein bisschen passend zu dem Piraten-Thema letztes Mal. Kriegt von mir 7 von 10. Seewolf. Und auch momentan hier 3,86 von 5 bei 7 Votes. Am 10. April 2019 ist erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 9 Reminders. Dann sind wir bei der Dschungelspeerin. Und die finde ich halt nicht wirklich toll. Der Jungle Scout für 800 V-Bucks. So wie sie dreckig das Mädchen hier. Ja, die Dschungelspeerin kriegt von mir 4 von 10. Und jetzt geht's gleich. Ich weiß, eine der beliebtesten Skins. Autsch. 4,21 von 5 bei 52 Votes am 28. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen. 22 Mal seitdem 114 Reminders. Ah, ich schäme mich ja schon. Dann haben wir die Hacke der Entspannung. Für 800 V-Bucks das Teil. Oh, gucken wir mal, was passiert hier. Ja, da fliegen ein paar. Ja. Hacke der Entspannung kriegt von mir 6 von 10. Das ist die Relax X. 3,67 von 5 bei 3 Votes am 17. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem 6 Reminders. Für 800 V-Bucks die Relax-Axe. Tanztherapie. Na, das passt ja perfekt zu dem Skin hier. Was da der Bart hin und her gewedelt wird. Guck mal hier. Mega cool.
Ja, schon allein dafür gibt's 10 von 10 Dance Therapy. Mega cool. Echt witzig. Dance Therapy 10 von 10. Kann man eigentlich gerade im Hintergrund weiterlaufen lassen. So, und Dance Therapy hat hier 4,45 von 5 bei 47 Votes am 30. August 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 8x 167 Reminders. Kommen wir zum Finster Bomber, der Dark Bomber. Alter, ist das Ding geil. Natürlich absoluter Coolskin, 10 von 10 für den Finster Bomber. Der Dark Bomber. Und hier haben wir 4,32 von 5 bei 108 Votes. Am 5. Oktober 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem 443 Reminders. Das Teil ist mega. Das Donneros. Absolut Oberhammer. Kultiges Teil hier, wirklich. Wo sieht man denn den? Da, guckt euch das an. Seht ihr diese Effekte hier? Es ist so übelst geil. Es ist für mich mit die geilste Picke des ganzen Spiels. Ja. Das Ding ist echt krank. Donneros für 1200 V-Bucks. Ja, kriegt man natürlich von mir 10 von 10. Geht ja gar nicht anders. So, und das ist The Thunder Crash. Thunder Crash hat hier momentan ein Voting von 4,58 von 5. Bei 50 Votes. Am 5. Oktober 2018 ist das erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem 140 Reminders. Dann haben wir die Glyphe der Dunkelheit. Ja, wie sich der Teil halt aufbaut hier mit diesen Effekten. Das sieht schon echt nice aus. Ich meine, das ist schon ganz, ganz edel. Auch wenn es ein ganz normaler Standardgleiter ist, ist das Ding cool. 7 von 10 für den Dark Glyph. Und der hat hier 4,38 von 5 bei 47 Votes am 5. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem 65 Reminders. Hier sind wir auch schon durch hier. Dann sind wir jetzt bei dem Verge angelangt. Und der Verge kriegt von mir 7 von 10 für 800 V-Bucks. Und hat hier momentan ein Voting von 4,4 von 5 bei 45 Votes. Am 16. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 5 mal 55 Reminders. Sauberer Schnitt. Für 500 V-Bucks. 7 von 10. Clean Cut. Und Clean Cut hat hier 4,42 von 5 bei 19 Votes. Am 16. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 5 mal seitdem 14 Reminders. Divergenz, 7 von 10 und hier haben wir 4,36 von 5 bei 14 Votes am 16. Januar 2019, das ist mal drin, 5 Mal seitdem 12 Reminders. Ja, und dann kommen wir zu dem neuen Outfit, das schauen wir uns jetzt mal an hier. Der Bracer, Alter, ist das Ding geil, ich finde den cool. Ja, also ich finde, der sieht besser aus als der Verge, auf jeden Fall. Kriegt von mir 8 von 10, der Teil. Haben wir denn da? Ja, sieht schon echt cool aus. Für 800 V-Bucks vor allem. Jo, schauen wir mal rein, ob wir da schon irgendwelche Noten haben beim Bracer. Momentan noch kein Rating vorhanden. Jo, dann gucken wir nochmal in den aktuellen Shop rein, wie es jetzt hier aussieht. Zum Schluss nochmal 1196, 1496, 1922. Jo Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet 6 Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.